Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Aus dem Urlaub zurück, genug Buffetfräse gespielt, Wetter ist auch nicht mehr so toll, es regnet, ist nicht mehr ganz so warm, da kann man wunderbar was schweißen. So, was ist in der Zwischenzeit passiert? Also, ich habe meine Flex von Parkside demoliert. Irgendwie wollte sie nicht mehr anspringen, ich habe den Fehler nicht gefunden. Ja, da muss was Neues her demnächst. Dann, was machen wir heute? Folgende Situation. Ihr seid bei einem Kumpel, ihr wollt dort so ein Türband, ein Torband anschweißen, richtig starkes, fettes Material. Und dann das, ihr habt nur diese beiden Mini-Spielzeugstabelektroden mit einem Durchmesser von 2 mm mitgenommen. Den Rest habt ihr vergessen. Wollt ihr jetzt 20 Kilometer zurückfahren nach Hause oder gibt es da vielleicht noch einen anderen Weg? Also ich habe eine Idee, das würde ich gerne mit euch ausprobieren und das schauen wir uns jetzt mal an. Also meine Idee ist folgende. Ich habe zweimal eine 2 mm Stabelektrode und mein Schweißgerät kann ja 4 mm Elektroden verschweißen. Und nun ist die Idee, 2x2, ist das nicht auch 4? Und jetzt würde ich gerne hier hinten mal so ein kleines Verbindungsstück so anpunkten und versuchen, mit 2 Elektroden gleichzeitig bei 160 Ampere eine Naht zu ziehen. Mal gucken, ob es mir gelingt. So, ihr seht als erstes mein Schweißgerät. Ich habe Elektrodenhalter am Minuspol. Ich habe das Gerät auf MMA, also Manual Metal Arc, eingestellt. Und ich möchte als allererstes diese beiden Elektroden hinten verbinden. Warum will ich das machen? Ja, erster Grund ist der, ich will einen gleichmäßigen Kontakt an meiner Elektrodenklemme haben, wenn ich die gleichzeitig verschweiße. Und die Elektroden sollen nicht breit auseinanderstehen hinten, sondern eng zusammen sein. Ja, und jetzt setze ich einfach hier so einen kleinen Schweißpunkt hinten drauf und verbinde die erstmal mit so einem Zwischenstück hier. Und dann schauen wir mal weiter. So, bevor es wieder Kritik gibt, die Garagentür ist sperrangelweit auf. Ich habe eine FFP2-Maske, die ich mir noch übers Gesicht ziehe. Und dann wollen wir doch gleich mal ein paar Punkte setzen. Dank der FFP2-Maske hört man meine Stimme zwar nicht mehr so gut, aber vielleicht verhindert es ein wenig Qualmen, Rückstände in der Lunge, beziehungsweise mal sehen. Gut. Ich habe hier eine ganz normale 2 Elektrode genommen. Damit will ich erstmal hinten die beiden Punkte verbinden. So. Verbunden. So sieht sie aus, die Zwillingselektrode, und ich habe hier mal ein Stückchen Blech vorbereitet. Ich habe hier mal Phasen rangebracht, 2 Stück. Und jetzt kommt der Sprung ins eiskalte Wasser. Mal sehen, ob ich die mit dem kleinen Schweißgerät auf Maximum 160 Ampere mit dieser Doppelelektrode geschweißt bekomme, mit einmal. Mal sehen, ob es funktioniert, wir werden sehen. Also, ich bin ja sowas von gespannt, ob das jetzt funktioniert. Maske auf. Helm auf, mal eine Probezündung hinten am Blech. So, und ab geht es hier. Sah jetzt so schlecht nicht aus. So sieht der Spaß vom Nahen aus. Und wir gucken mal. Aha. Tatsächlich. Ihr habt natürlich eine Schutzbrille auf, wenn ihr sowas macht. Und sieht das doch verbunden aus. Also hier kann man auf jeden Fall nochmal rübergehen. Ein zweites Mal mit der Doppelelektrode. Aber das hat doch jetzt halbwegs gut funktioniert. Ich mach's nochmal mit der Drahtbürste sauber. Ja, ein paar Schweißspritzer sind oben, ist klar, ne? Ist wahrscheinlich nicht ganz so sauber, als wenn man nur eine Umwandlung hat, sondern wenn man zwei nebeneinander hat. Aber ihr seht, ich habe hier noch eine Einwölbung. Ich müsste hier also nochmal mit der doppelten Elektrode bestimmt einmal rübergehen. Ja? Werde ich jetzt gleich auch nochmal machen. So, das Ganze jetzt nochmal mit einer vernünftigen Decklage. Ein bisschen Trennspray habe ich raufgegeben, um die Spritzer zu vermeiden. Ab geht's.
So, ich denke mal, leichte Überhöhung erreicht. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, dann machen wir mal die Schlacke ab. So, bisschen überhöht. Man beachte, es sind, denke ich, mehr Spritzer, als würde man es mit einer vernünftig dicken Elektrode verschweißen. Wie gesagt, wenn man zwei Mantel nebeneinander hat, ist das sicherlich nicht optimal. Aber grundsätzlich kann man sich behelfen. Ja. So, okay, gucken wir uns gleich nochmal an, wenn wir es abgekühlt haben. Ne? So. Ergebnis. Also, hier seht ihr das gereinigte Resultat mit der rotierenden Drahtbürste. Man sieht, es sind mehr Spritze als bei einer gewöhnlichen Naht. Und Fehler Nummer 1, ja, ein bisschen verzogen. Ne? Ich habe eben nur von einer Seite geschweißt. Aber es ging mir jetzt ja auch rein um die Demonstration, ob das mit diesen doppelten Stabelektroden, mit diesem Trick klappt. Ja, ist natürlich jetzt keine super Verbindung, also das Torband wäre jetzt nicht so ideal, wenn das so schief wäre. Da hätte man vorher vielleicht von hinten einmal mit einer 2 mm Elektrode gegenschweißen müssen, von der anderen Seite auch, und dann hätte man hier rüberziehen können. Aber darum geht es jetzt nicht. Prinzip hat geklappt. Wollt ihr noch mehr? Zugabe. Kleine Kehlnaht. Kriegen wir damit auch eine Kehlnaht hin? Wir versuchen es. So, musste ich mir nochmal schnell eine zweite Zwillingselektrode basteln, genauso wie ich es vorher gemacht habe. Und jetzt probieren wir mal eine schicke Kehlnaht aus. So, Handschuhe, Maske, alles wieder auf, alles wieder an, Schutzausrüstung. Und jetzt versuchen wir mal eine Kehlnaht hinzuzaubern mit demselben Prinzip. Ich bin gespannt. So, ich würde denken, sah jetzt gar nicht so verkehrt aus auf dem ersten. Mal sehen, wir machen es wieder sauber. Ja, dann entfernen wir auch hier wieder die Schlacke mit unserer Schutzbrille. Man sieht wieder viele Spritzer, aber ich mache es mal mit der rotierenden Drahtbürste sauber, sonst kriege ich Kehlnähte, lassen sich schlechter reinigen vor der Schlacke. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Kann man doch im Notfall mal anbieten, so eine Naht. Gut, Spritzer sind wieder ein bisschen mehr, aber immerhin, hätte ich nicht gedacht. So, wir haben Ergebnisse. Unsere Zwillingselektrode, ja? Sieht nicht elegant aus, aber eine Notlösung. Also, wir haben hier den Stoß geschweißt, das ging. Ja, obwohl ich, also auch die Spritze habe ich hier relativ gut wegbekommen. Und mit der rotierenden Drahtbürste die Kehlnaht. Ich halte mal still. Ja, okay, oder? Also, für so eine Notlösung unterwegs, wenn ihr bei einem Kumpel seid, ihr wollt keinen Umweg machen. Gut, es ist nicht super professionell und ich bin der Meinung, es spritzt ein wenig mehr. Aber immerhin eine Notlösung, über die man durchaus mal nachdenken kann. Also, wir sind wieder schlauer, wir haben wieder eine Erkenntnis dazu gewonnen und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Spreewälder. Macht's gut, bleibt dran und schaltet hoffentlich wieder mit ein.